bin immer auf der Hut. Ich habe keine Waffen, du Penner. Sag nicht, ich muss ihm wirklich die Waffe geben. Okay, dann gebe ich... Okay, falls ihr in dieser verfluchten Zwicksituation seid, gebt ihm die Pistole und nichts anderes. Und behaltet den Wichser auch immer im Auge. Ich werde definitiv nicht vor ihm rennen, sondern hinter ihm. Falls er irgendwie auf dumme Gedanken kommt, man weiß es ja nicht, ne? Die Leute in der Zone hier wollen überleben, ja? Und denen ist alles recht, um zu überleben. Es könnte sein, dass der Wichser sich kurz bevor wir da sind umdreht und mir einen Headshot gibt, ne? Okay, das wird auch interessant, weil der wird jetzt anfangen, da die Mutanten anzugreifen. Okay, wir müssen ihn leider assistieren. Ja, schaut ihn euch an, das ist doch so gescheit, ja. Wäre, kommt mir natürlich gelegen, wenn die jetzt da weiterlaufen. Komm schon, lauf weiter, Mann. Weiter, komm. Und das war's schon. Und das war's schon, ganz genau. Lauf weiter. Später werden wir auch merken, oder nein, wir werden es nicht merken, da ich nie, egal wie verbündet der Stalker ist, scheißegal, ich werde nie jemanden hier, würde es auch nie machen, jemanden in der Zone eine Waffe zu geben. Und wenn ich jemanden eine Waffe gebe, dann laufe ich hinter ihm und mit der Waffe immer auf seinen Kopf gerichtet, falls derjenige auf dumme Gedanken kommt. Und das meine ich auch genauso, wie ich sage. Ja, was mir auch so übrigens nebenbei aufgefallen ist, hier unter der Brücke, hier irgendwo ist eine Brücke und darunter befindet sich ein Stalker, der auf der Minimap feindlich markiert ist. Aber ich glaube, mit dem kann man reden. Den bitte ja nicht wegtöten. Da gibt es später noch eine Nebenquest. Also bitte, 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 bitte ja nicht wegtöten. Zu dem werden wir uns dann auch später hinbewegen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir optional eine sekundäre Quest bekommen, wo wir zuerst zu ihm hingehen. Oder, ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt im ersten Moment nicht. Werde ich aber dann definitiv herausfinden. So, dann würde ich sagen, ich teile jetzt einfach mal einen Übergang rein. Der Typ rennt so lahmarschig, das ist ein Wahnsinn. Werde mir die Sachen da wieder von den Banditen da holen. Weil die lasse ich da natürlich nicht herumstehen. Das sind immerhin ein paar zusätzliche Rubel. Wir haben ja momentan auch nur 7300. Knapp 7400. Genau, hier ist dieser eine Stalker drinnen. Der wird mir auch als feindlich angezeigt. Ist er, glaube ich, aber gar nicht. Ja, genau. Ja, das heißt, ja, ich hau jetzt einen Übergang rein und ich sage bis gleich. Und wieder mal hat mich die Zone eines Besseren belehrt. Ja, das ist übrigens dieses Banditenlager hier unten rechts, das wir vorhin da jetzt zerstört haben und den Typen da befreit haben. Ja, ich komme da jetzt zurück, will die Leichen plündern. Und es ist nichts mehr da. Lässt sich darauf zurückführen, dass, wenn ihr eine Quest abgibt, dann, jo, anscheinend die toten NPCs, die verschwinden einfach. Oder zumindest wurde das hier so jetzt so einprogrammiert. Was das für einen Sinn macht, ich habe keine Ahnung. Ja, ich schätze mal, das sind jetzt nicht mehr als 200 Rubel. 200 bis 400 Rubel, die mir durch die Lappen gegangen sind. Lässt sich verschmerzen, also... Ja, es ist eigentlich nicht so schlimm, wie man zuerst denken mag. Ja, ich habe jetzt hier so einen Auftrag bekommen. Ich soll einen Glücksdetektor zurückbringen. Und das Lustige oder weniger Lustige ist, das Gebiet dort ist nicht nur extrem verstrahlt, sondern wir haben da auch eine fette Elektroanomalie. Das heißt, das wird dort lustig werden. Das kann ich euch jetzt schon prophezeien. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wieso ich da jetzt zu Blicke raufgehe, ich möchte allen, die es noch nicht kennen, einen kleinen Trick zeigen. In der letzten, das letzte Mal, wie ich Clear Sky, also ein Let's Play über Clear Sky gemacht habe, habe ich es auch gezeigt. Hier am Ende der Brücke ist so ein kleiner Tunnel und da sind ein paar Sachen drinnen. Und wenn man dort reingehen will, dann wird man immer wieder an den Anfang hier vor dem Tunnel teleportiert. Denkt sich im ersten Moment, what the fuck? Aber, nicht verzagen.
sondern da gibt es einen kleinen Trick. Erstens versuchen wir, okay, das schaut nicht so gut aus, rennen wir auf die andere Seite von der Brücke und begeben uns auf dieses Stahlmonster hier drauf. Hier sollte ein Durchgang sein. Jo, ist er auch. Ja, richtig. So, auf den Waggons hier dürfte, soweit ich weiß, nichts drauf sein. Aber was will ich machen? Ich will hier auf diesen Stahlgiganten drauf. Nur die Frage ist eben, wie komme ich da jetzt drauf? Ach verdammt, ich habe das doch mal gewusst. Ja, genauso. Da haben wir schon. Da gehen wir jetzt hier rauf. Und jetzt sehen wir es eigentlich schon. Ist so eine Kugel drinnen. Was ist das? Das ist eine Anomalie. Eine, boah, ich weiß jetzt nun mal wirklich nicht, wie es heißt. Also sorry Leute, aber alles weiß ich leider auch nicht auswendig. Aber diese Anomalie hat den Zweck, sie transportiert Leute von einem Punkt zum anderen Punkt. Das heißt, wir rennen da jetzt einfach mal rein und schauen hin, wo sie uns hintransportiert. Zack, und wir sind hier drinnen im Tunnel gelandet. Was gibt es hier im Tunnel drinnen? Munition, ohne Ende. Hier haben wir ein Versteck, da wo nichts drin ist. Ich glaube, ist hier eine Leiche? Nein, ist hier nicht. Aber die Munition ist immerhin, die ich gebrauchen kann. Und die ich auch verkaufen werde. Verbände. Also was will man mehr? Okay, da haben wir schon gesagt, ist nichts drinnen. Okay, die kann ich leider nicht zerstören. Und ansonsten ist hier auch nichts drinnen. War aber immerhin recht viel Munition. Blaues Medipäckchen, was ich nun verbinde. Also richtig empfehlenswert. Und wenn ich da jetzt rausgehe, schaut, was passiert. Zack, werden wir teleportiert. Und ich kann da jetzt auch so nicht wieder zurück rein. Da hier auch so eine unsichtbare Transporter-Anomalie davor ist und ihn da heraus transportiert. Bevor ich da jetzt irgendwie wieder eine halbe Stunde lang herumrenne, ich werde jetzt hier kurz vor dem, also zum Glücksdetektor oder kurz davor hinrennen und ich hau da jetzt einfach mal einen Übergang rein. Ja, und das mache ich jetzt einfach. So Leute, willkommen zurück. Ich bin jetzt hier oben. Wie ihr es schon hören könnt, kurz mal Stille. Ja, das ist definitiv das Anzeichen für eine Anomalie. Die ist hier extrem böse, da sie bergauf ist und bergauf haben wir keine Sicht. Das heißt, wir müssen extrem vorsichtig vorgehen. Jo, Strahlung wird hier gleich kommen. Binnen Sekunden sogar. Wie ihr seht, ich habe das Nachtsichtgerät dabei für den ersten Moment ausgeschaltet. Und jetzt schalte ich es wieder ein. Lampe gibt es auch noch zusätzlich. Tut mir leid für alle, die jetzt Augenkrebs kriegen. Aber anders geht es leider nicht. Und es interessiert mich wieder, wieso sieht das, wie heißt es, die Elektroanomalie hier wieder weggepatcht haben. Ja, ich bin fast tot, ich merke das gar nicht mal. Recht Nubi. Und das... Ah, welcher Volltrottel kommt auf die Idee? Ja. Ja, ich sehe es einfach nicht. So, nehmen wir jetzt ein Medipäckchen und ein Antistrahlungsmittel. Und bewegen uns langsam wieder raus. Müssen natürlich aufpassen, da alles verschwimmt. Okay, langsam. Wir haben es gleich geschafft. So, dala, und wir haben es tatsächlich geschafft. Ja, verstrahlt bin ich jetzt eigentlich recht. Ich lasse das jetzt einfach mal so abklingen. Medipäckchen werde ich versuchen zumindest nicht einzusetzen.
Komm schon, Strahlung geht runter. Ich sollte das theoretisch eigentlich überleben. Aber es wundert mich wirklich, ja, dass die das jetzt so einfach gemacht haben. Also, ihr habt das wahrscheinlich selber gesehen, ja. Hochverstrahlt war der ganze Scheiß hier oben, definitiv. Aber die Anomalien waren so weit auseinander. Wow. Also, ich bin jetzt total aus dem Häuschen. Weil, irgendwie ungepatcht war noch hier dieser ganze Bereich. Also so ungefähr, wie ich es jetzt einkreise. Verflucht, verstrahlt und Elektroanomalie ohne Ende. Also war wirklich zum verrückt werden. Naja, ja, ich werde jetzt... Ich muss da jetzt den Glücksdetektor unten abgeben. So, ja, was steht eigentlich an? Ich habe jetzt bemerkt, ich habe viele Missionen, wo es darum geht, nehme diese ein, nehme das ein, Lager unterm Baum, Lager beim LKW etc. Einfach immer nur einnehmen. Das werde ich jetzt nicht aufnehmen. Ich werde das jetzt in guter Stille machen, dass es weder aufregend ist noch was anderes. Und wenn ich das wieder habe,